Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect Legendary Edition Episode 1 mit mir, dem Ralf. Und wir sind hier immer noch auf diesem Planeten. Oh, da kommt schon einer zum Begrüßen. Guten Tag. Haben wir schon da hinten ein bisschen her gesehen, die Husks? Ja, mei. In der letzten Folge haben wir eine Kolonie entdeckt, die von Cerberus zu Husks gemacht wurden. Und das ist, glaube ich, auch eine, oder zumindest die Forschungseinrichtung da dazu. Und ja, gucken wir mal, was hier so abgeht. Ich vermute nichts Gutes. Guten Tag. Ui, eine Bar. Das ist mal neu hier. Das sieht mir aber nicht nach Get aus. Das sieht mehr nach Toriano aus. Und jetzt wissen wir auch, wo wir hatten ja mal diese Toriana-Husks schon mal gesehen bei einer Cerberus-Einrichtung. Jetzt wissen wir auch, wo die Spuren hatten. Das hat die uns ja gesagt. Hier haben sie quasi aus den geleiert bei denen. Bei den Gebär, du Arsch. Da wirst du nur, wie schon gedacht, die Toriana-Einrichtung. Wird gekotzt? Pech gehabt. Ja, man merkt da schon einige Verbindungen oder Parallelen zwischen den Reapern und den Torianern. Auch äußerlich und so. Also irgendwie sind die Spezies verwandt, aber nicht dieselben. Dass sie nicht dieselben sind, das kriegen wir noch mit in einem DLC. Dann spätere DLC. Und hier Kryoanlagen. Ah, nochmal der Brawler. Ah, hier wurden wahrscheinlich die Toriana hat es gezüchtet. Retter? Gott sei Dank. Sehen Sie? Ich habe doch gesagt, dass jemand wegen des Signals kommen würde. Mein Name ist Dr. Ross. Ich bin hier die leitende Forscherin von Exogeny. Wir sitzen seit Tagen hier fest und langsam geht uns das Essen und Wasser aus. Sie kommen gerade rechtzeitig. Ich muss wissen, was hier los ist. Warum wimmelt es hier von torianischen Creepern? Woher wissen Sie über den Torianer? Ich weiß, was Exogeny vorhat. Ich habe gesehen, was dieser Torianer den Kolonisten angetan hat, und ich habe ihn vernichtet. Dann ist unser Geheimnis nun keins mehr. Ich muss nicht lügen, da Sie das Schlimmste bereits wissen. Die Creeper hier wurden mit Hilfe veränderter Proben von den Exemplaren auf Pharos geschaffen. Wir fanden einen Weg, sie in fügsame, gehorsame Diener zu verwandeln. Bis vor einigen Tagen war alles in Ordnung. Dann drehten plötzlich alle Creeper durch. Nur wenige von uns haben es bis in diesen Raum geschafft. Wahrscheinlich, weil wir den Torianer getötet haben. Deshalb sind sie durchgedreht. Warum haben sie keine Nachricht geschickt und um Hilfe gebeten? Wir hatten nichts als dieses Signal vom Notsender. Dies ist eine geschlossene Kommunikationsbasis. Exogeny war besorgt, dass ein am Projekt beteiligter Geheimnisse an einen Konkurrenten verkaufen oder uns den Behörden melden könnte. Wir können nicht direkt mit der Außenwelt kommunizieren. Wir haben nur den Notsender. Er schickt ein allgemeines Notsignal zur Exogeny-Anlage auf Pharos. Sie sollen uns dann innerhalb von 24 Stunden ein Team schicken. Aber offenbar haben sie jetzt ganz andere Probleme. Ja, die Anlage ist ein bisschen im Arsch. Wissen Sie, warum sie sich gegen sie gewandt haben? Vielleicht gab es immer noch eine Verbindung zwischen den Creepern und dem Torianer auf Pharos. Der Torianer war anders als jede Lebensform, die wir je studiert hatten. Ich kann nicht erklären, wie es geschah, aber als er starb, haben es wohl einige der Creeper hier gespürt.
Warum haben Sie keine Nachricht geschickt? Sie sollen uns dann innerhalb von 24 Stunden ein Team schicken. Warum haben wir das jetzt getauscht? Aber offenbar haben Sie jetzt ganz andere Probleme. Könnten in der Basis noch weitere Leute am Leben sein? Das bezweifle ich. Da draußen sind zu viele Creeper. Sie hätten keine Chance. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind. Ich habe alles Nötige gehört. Hören Sie, ich weiß, dass das, was wir hier getan haben, falsch ist. Ich gebe es zu. Aber es ist jetzt vorbei. Es macht keinen Sinn mehr, es den Behörden zu melden, oder? Das sehe ich aber mal ganz anders. Sie hatten bei diesem Projekt das Sagen. Die Sicherheit Ihrer Leute war Ihre Verantwortung. Sie haben ihnen vertraut und Sie haben dieses Vertrauen verraten. Seien Sie vernünftig. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Und wem nützt es, wenn ich jetzt ins Gefängnis komme? Normalerweise würde sich Exo-Jenny um mich kümmern, aber sie haben offenbar genug damit zu tun, die Sache auf Ferros gerade zu bügeln. Aber ich habe Geld. Ein Notgroschen, den ich angespart habe. Er gehört Ihnen, wenn Sie uns gehen lassen. Die Opfer hier haben Gerechtigkeit verdient. Ich muss sie festnehmen. Das wird nicht passieren. Feuer eröffnen! Feuer eröffnen! Bleib doch mal vernünftig. Überleg doch mal logisch. Ihr habt sie ausgeharrt und habt die Torianern Creeper nicht besiegen können. Ich habe alle besiegt. Glaubt ihr denn ernsthaft? Es macht Sinn, denjenigen anzugreifen, der hier das geschafft hat, was du nicht geschafft hast. Naja. Wenn sie meint. So. Die zweitklassigen Söldner von Exo-Jenny hatten keine Chance gegen die gut ausgebildeten Marines der Allianz. Nachdem der letzte Wissenschaftler tot ist, gibt es keinen Grund mehr, sich hier aufzuhalten. Das sehe ich aber anders. Ich sehe hier zwei Gründe. Drei. Jetzt gebe ich euch recht, sehe ich ja auch keinen Grund mehr. Renn. So, damit haben wir einen Aufträge, bis auf diese Sammeldinger nichts. Gehen wir mal nochmal zurück auf die Citadel und gucken, ob der Fan nochmal da ist. Und dann gehen wir nach Vermeier. Schließlich haben wir sogar schon den 75% Erfolg bekommen, dass wir fast durch sind. Wir landen. Wunderbar. Witzig. Zur Erklärung, mir kommt gerade der Gedanke, dass ich vermutlich das Spiel durch habe, bevor die erste Folge online kommt. Aber wie gesagt, ich bin jetzt
ja, schon fast durch. Habe noch nicht mal die erste Folge hochgeladen. Ich habe heute letzte Nacht die ersten 6 Folgen mal geändert. Zum Hochladen habe ich es aber noch nicht geschafft. Und bis die Folgen kommen, es ist jetzt Montag, es ist jetzt Pfingsten. Und ich habe noch von den Endings von Cyberpunk noch ein bisschen was Innendruck offen. Wird Außenatmosphäre es angeglichen. Es wird noch die Woche verlaufen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Aber Executive Officer Presley hat das Kommando. Welche Folge jetzt heute noch rauskommt am Pfingsten, weiß ich gerade nicht. Das könnte ich nachgucken, aber so müsste ich ja auch nochmal raustappen, dass man mich nochmal einloggen bei YouTube und gucken. Nach all dieser Erkundung der proteanischen Kultur muss Ihnen das hier wie eine Prüfung vorkommen, Liara. Unsere jetzigen Reisen unterscheiden sich von meinen normalen Ausgrabungen. Ich würde langwierigere Studien vorziehen und weniger Explosionen. Ja, der Großteil der Technologie, die ich zurück zur Flottille bringen wollte, hat später versucht, uns zu töten. Ja. Kann man so sagen. Ja. So kann es dann sein, dass ich heute noch fertig werde mit dem Game. Wobei, nee, das glaube ich nicht. Wir haben noch Würmmeier, dann kommt Ilios, dann ist Ende. Nein, nicht ganz Ende, dann kommt ja noch. Nach Ilios kommt der Endkampf. Aber wie es dahin dauert. Aber jetzt wollte ich trotzdem noch mal gucken. Hallo, Commander. Ich zeige Ihnen die guten Sachen. Nee. Kein Master Gear, kein Master Gear. Weil nur der und mein Typ auf dem Schiff verkaufen das Master Gear nachher. So, wir wollten in die Märkte. Weil da gammelt der rum. Nur da ist der Fan. Da an der Treppe. Mal sehen, ob er schon wieder da ist. Da ist er wieder. Hey, Commander! Es gibt Gerüchte im Extranet, dass man sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht hat. Das ist unglaublich! Es ist eine große Verantwortung, ein Spectre zu sein. Ich will nichts anderes, als die Menschheit mit Stolz zu erfüllen. In den Videos heißt es immer, dass Commander Shepard für uns alle, die zu Hause sind, kämpft. Und ihre Ausstrahlung und ihre Fähigkeiten haben schon jede Menge Bewunderer angezogen. Hey, kann ich ein Foto von Ihnen machen? Ich habe kein Problem damit, aber warum? Machen Sie Witze? Niemand wird mir sonst glauben, dass ich mich mit Commander Shepard unterhalten habe. Halten Sie bloß die Waffe hoch. Perfekt. Nochmals vielen Dank, Commander. Ich werde es in mein Wohnzimmer hängen. Meine Frau wird es lieben. Ja, ich mag den. Kann ich jetzt das nächste hier schon triggern? Indem ich jetzt nochmal weggehe und daherkomme? Oder muss ich dafür erstmal verlassen und wieder landen? Einfach mal ausprobieren. Aber ich meine, jetzt haben wir noch ein paar Mal verpasst. Aber man kann das alles nachholen. Wirklich prachtvoll. Ein Großteil der proteanischen Architektur, die ich gesehen habe, war Ruinen. So viel Platz. Tausende meiner Leute könnten hier leben und einander kaum sehen. Ja, die Citadel ist riesengroß. Nee, er ist nicht da. Muss ich dann wirklich die Zitadelle einmal verlassen und nochmal herkommen? Versuchen. Ich glaube, 5-mal encountert man den. 4 oder 5-mal. Da man das 2. Mal encountert.
Weimar muss auf jeden Fall noch kommen. Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat ExoGeni verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für ExoGeni endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von ExoGeni und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Ja, und wer hat das Ganze? Und wen habt ihr das zu verdanken? Ja, natürlich. Gern geschehen, ja, ja. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Nein, hat er nicht. Bin ich an Land? Fliegen wir einmal kurz weg und wieder hin. Fliegen wir nach Hause. Denken sich dann auch so, du warst doch gerade da. Aber das ist halt Gaming-Logik. Das hat nichts mit Realität zu tun. Dieses Laden geht mir manchmal echt nicht auf den Zinkel. Das gab's früher nicht. Warum? Warum gibt es jetzt? So viele Ressourcen braucht das Game nicht. Wenn das jetzt nicht klappt, gehen wir direkt nach Würmeier. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja, jetzt hat er das Kommando. Admiral Karuku, ein angesehenes Mitglied des Allianzmilitärs, ist verstorben. Ja, das war traurig. Dieser Veteran, der sich während des Konflikts gegen die Batarianer die Liebe seiner Truppen erworben hatte, starb eines natürlichen Todes. Kahoku hinterlässt eine Frau und drei Kinder, die eine kleine private Gedenkfeier planen. Gelogen, er wurde vergiftet. Von Cerberus. Trauriges Ende, trauriges Ende. Okay. Hat nicht getriggert. Schade. Naja. Aber wir könnten uns doch mal angucken, was die Verkäufer so zu verkaufen haben. Willkommen zurück. Zeigen Sie mir. Groß. Ach, die Lizenz hatten wir doch gar nicht. Nehmen wir die mal mit. Aber ich hatte die doch gekauft. Hat er doch schon alle Lizenzen gekauft.
Ja, Mensch. Brauchen Sie... Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ja, Mensch. Auf Wiedersehen. Ja, in Ordnung. Viel Glück, Mensch. Ja, Mensch. Ach. Brauchen Sie... Auf Wiedersehen. Ja, in Ordnung. Viel Glück, Mensch. Ja, Mensch. Brauchen... Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Jet Armory. Nehmen wir Granaten. Hat sich doch gelohnt, nochmal hier runter zu gehen. Tja, dann fliegen wir nach Würmeier. Bleibt ja nichts anderes mehr übrig. Es werden Feiern geplant für den Tag, an dem sich das Ende der Rachni-Kriege jährt. Viele Ratswelten, insbesondere die Kolonien der Asari und Salarianer, werden Siegesparaden abhalten, um dem Triumph über die einfallenden Rachni zu gedenken. Als erstaunliches Schuldeingeständnis haben mehrere Asari-Kolonien Kroganer eingeladen, um sie für die Siege, die erhobene Kroganer ermöglicht haben, zu ehren. Ja, warum nicht? Ich finde diese Hintergrunddinger, wenn wir Aufzug haben, ganz nett. Nur ich hätte mir das überall so gewünscht, in jedem Fahrstuhl. Egal, naja. Bereithalten. Kann man nicht alles haben. Dekontamination aktiv. Dekontaminieren. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Bin aber wieder da. Wesley, sag doch der KI, dass ich wieder da bin. Hoch, das war einmal zu viel Escape. Das war einmal zu viel. So, ab nach Würmeier. Schon Gas! Ich verspaß dich mit Gas! Ist ja schade mit dem Master Gear. Da krieg ich das erst, wenn überhaupt kurz vor Ende des Games. Also ich finde das cool im zweiten, dass er in den zweiten Playthrough gleich mit dem Master Gear startet. Zumindest mit dem 7. Level. Was ja vergleichsweise sehr stark ist. Weil du brauchst schon ordentlich ein 10er Level von was anderem, um da besser zu gewesen zu sein. Du kannst es ja gar nicht richtig genießen, dass du jetzt geile Waffen hast. Aber gut, schlecht ausgerüstet sind wir jetzt auch nicht unbedingt. Aber die Master-Rüstung hätte ich schon gern. Aber gut. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das salarianische Team sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Jawohl. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Da sind wir. Saubere Landung, Commander. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offen Nein sind. Joker, Ende. Warum spawn ich nicht direkt drin? Optisch sieht es ja schon geil aus.
Dich wollte ich nicht. Hä? Wer bist du? Denn? Hoch. Komm raus. Nur ein toter Get ist ein guter Get. Zumindest hier. Ach, fuck. Puh, dann haben wir das erledigt. Mir alles. Wah. Moment. Lass mich erstmal in meinen Panzer steigen, ja? Dann können wir kämpfen. Okay, ich kehre rechts rum und links rum.
So. Mal drüber fahren. Das war der Hauptgrund, warum ich jetzt trotzdem noch einmal rumgefahren bin. Die Pese. Ja. Da rein. Liara. Leben ist voll. Singularität. Bei dir ballern wir also die Pistole voll. So, wie es aber hier weitergeht auf Wormaya, sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, liken, subscriben, die Welt verteilen und wenn ihr es noch nicht getan habt, die Notation-Bell aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte euch YouTube nicht benachrichtigen, was wann bei uns abgeht, gibt es noch den Twitter-Account, den ihr ein Follow rennen könnt und einstellen könnt, dass alle Features gezeigt werden. Lernt sich bis zur nächsten Folge, wenn wir hier die Luftabwehr zerstören. Denn